Machen mit dem ersten Johannesbrief. Und ich habe euch ja gestern gesagt, der Grund, warum ich den ersten Johannesbrief gewählt habe, ist, weil ich ihn immer gerne hatte, aber da waren ein paar Dinge in diesem Brief, die mich immer gestört haben. Und ich habe nur die Dinge rausgenommen, die mich gestört haben, und darüber habe ich jeweils eine Arbeit gemacht, für mich selbst, in erster Linie, um damit klarzukommen. Und dann natürlich, weil das halt auch mein Job, meine Berufung ist für andere. Und ich möchte euch heute etwas anderes zeigen, was mir in diesem Brief nicht gefallen hat. Über lange Zeit. Das ist nicht nur in diesem Brief, aber vor allem auch. Wenn du eine Bibel dabei hast, bist du wieder eingeladen mitzulesen. 1. Johannesbrief. Und es geht heute Abend um einerseits Gott lieben und andererseits Gebote halten. Das war für mich immer ein Problem, weil Gott lieben, auch wenn ich nicht weiß, wie das geht genau oder wie man einen Geist liebt und so weiter, aber Gott lieben, das war für mich positiv. Das ist Beziehung, auch wenn ich nicht weiß, wie es geht. Aber ich hatte kein Problem damit jetzt. Aber was ich immer ein Problem hatte, war dieses Gebote halten. Du musst die Gebote halten. Das klingt überhaupt nicht nach einer Beziehung. Das klingt so nach Dienstverhältnis. Aber das lesen wir in diesem Brief sehr oft. Und ich zeige euch nur ein paar Stellen, damit ihr wisst, was ich meine. 1. Johannesbrief, Kapitel 2 und Vers 3. Da schreibt er: Und daran merken wir, dass wir ihn kennen, wenn wir seine Gebote halten. Wer sagt, ich kenne ihn und hält seine Gebote nicht, der ist ein Lügner. Und in diesem ist die Wahrheit nicht. Oder dann 1. Johannes 3, Vers 24. Wer seine Gebote hält, der bleibt in ihm und er in ihm. Kapitel 5, Vers 2 und 3. Daran erkennen wir, dass wir Gottes Kinder lieben, wenn wir Gott lieben und seine Gebote halten. Schon wieder. Und einmal sagt Jesus im Johannesevangelium, Kapitel 14, Vers 15, wenn ihr mich liebt, so werdet ihr meine Gebote halten. Das heißt, der Johannes hat darüber viel geschrieben, es scheint, als ob Gott lieben und die Gebote halten dasselbe wäre. Und das habe ich lange nicht auf die Reihe gekriegt als Christ. Weil, wie gesagt, mit Gott leben, Gott lieben, Gott kennenlernen, damit kann ich leben. Das klingt nach Freundschaft, nach Gemeinschaft, nach einem Miteinander. Beziehungen sind für mich, positive Beziehungen sind für mich nicht einengend, sondern die sind bereichernd. Zum Beispiel Freundschaftsbeziehungen. Ich habe am besten Freund, den Franz, ich habe viele liebe Freunde. Keine Freundschaft ist einengend für mich, sondern erweiternd. Oder meine Ehebeziehung zu Anne-Lore, die ist nicht einengend, die Beziehung, sondern sie erweitert eigentlich mein Leben. Also Beziehungen sind für mich positiv. Aber dann lesen wir müssen auch die Gebote halten. Und mit Gebote halten habe ich mich schon immer schwer getan. Ich hasse Gesetze. Alles, was so gesetzmäßig ist, vor allem wenn sie sinnlos sind. Es gibt ja Gesetze, die sind nicht sehr sinnvoll. Und da tue ich mich schwer, weil ich liebe Freiheit. Und wenn mir dauernd vorgeschrieben wird, was ich tun muss, da habe ich mich immer schon schwer getan. Das ist mir nie leicht gefallen, weil so dieses Gebote halten, das klingt so nach Dienstverhältnis. Und dann habe ich mir gedacht, wenn das Christsein ist, irgendwie bringe ich das nicht ganz auf die Reihe mit Gott lieben und ihn kennen und so weiter. Also das ist für mich ein Widerspruch. Ich habe dann vor kurzem wieder einmal die 10 Gebote studiert, ein bisschen genauer angeschaut, und das hat mir sehr geholfen, diesen Widerspruch zusammenzubringen zwischen Gott lieben
und die Gebote halten. Die 10 Gebote sind ja auch schon wieder 10 Dinge, die du tun sollst, dann bist du ganz in Ordnung. Und die 10 Dinge sollst du nicht tun, dann bist du okay und sonst hast du ein Problem. Aber was ich lange nicht gesehen habe, ist, dass alle 10 Gebote eigentlich ausschließlich auf Beziehungen gemünzt sind. Es geht in jedem Gebot nur um Beziehung. Habe ich lange nicht kapiert. Die ersten 4 Gebote sind unsere Beziehung zu Gott und die anderen 6 untereinander. Ich lese sie euch nur vor, dann wisst ihr, was ich meine. Erstes Gebot, ich weiß nicht, ob du es kennst. Ich bin der Herr, dein Gott. Du sollst keine anderen Götter haben neben mir. Warum sagt Gott das? Das klingt schon wieder so nach Gebot, Befehl, tu das, dann bist du in Ordnung. Warum sagt Gott, du sollst keine anderen Götter haben neben mir? Weil, wenn wir jemand anders anbeten als den, der uns gemacht hat, unseren Schöpfer, dann zerstören wir unsere Beziehung zu ihm. Das wäre so, ich nehme den Vergleich mit der Ehe. Ich habe eine Ehefrau, das ist meine eigene, die Hannelore, das ist meine Frau. Wenn ich jetzt beginne, mit einer anderen Frau zu flirten und rumzuschlafen, dann zerstöre ich die Beziehung mit meiner eigenen Frau. Darum sagt Gott, ich bin der Herr, dein Gott. Du sollst keine andere Götter haben neben mir. Warum? Weil wenn du einen anderen Gott anbetest, dann zerbrichst du die Beziehung mit mir. Denn ich habe dich geschaffen. Zweites Gebot, du sollst dir kein Gottesbild machen und keine Darstellung von irgendetwas im Himmel, auf der Erde oder unter der Erde. Warum? Warum sollen wir uns nicht ein Bild machen von Gott, das wir dann anbeten oder gebrauchen oder missbrauchen? Weil, wenn wir beginnen, die Schöpfung anzubeten statt dem Schöpfer, brechen oder verletzen wir die Beziehung mit dem Schöpfer. Seht ihr, es ist so, wie wenn ich heute ist ja Valentinstag übrigens, gell, habt ihr schon gehört? Ich habe das eigentlich vergessen, aber es ist bei uns nicht so wichtig, Gott sei Dank. Aber da bringst du normalerweise deiner Frau ein paar Blumen, gell? Und angenommen, ich nehme jetzt, kauf schöne Blumen und ich bringe die Blumen meiner Frau, um ihr meine Liebe zu zeigen und dann geht sie mit den Blumen ins Bett. Das würde unsere Beziehung leicht stören, weil sie ist meine Frau, ich möchte mit ihr ins Bett gehen, nicht die Blumen. Die Blumen waren nur dazu gedacht, um ihr meine Liebe zu zeigen, nicht um mich zu ersetzen. Warum sagt Gott, du sollst dir kein Götterbild machen? Weil, wenn wir die Schöpfung beginnen anzubeten, ob es ein Berg ist oder ein selbstgemachtes Ding da, was du anbetest, dann zerbrichst du deine Beziehung mit deinem Schöpfer. Es geht um Beziehung. Drittes Gebot, du sollst den Namen des Herrn deines Gottes nicht missbrauchen. Warum sagt Gott das? Weil, wenn wir den Namen unseres Gottes, der uns geschaffen hat und der uns liebt, wenn wir beginnen, den zu missbrauchen, dann zerstören wir die Beziehung mit unserem Schöpfer. Das ist dasselbe, wie wenn ich den Namen meiner Frau, Hannelore, esse, wenn ich anfange, diesen Namen als Schimpfwort oder als Fluchwort zu gebrauchen, das wird die Beziehung zu meiner Frau nicht fördern, sondern eher kaputt machen. Darum sagt Gott, missbrauche meinen Namen nicht, du verletzt unsere Beziehung damit. Viertes Gebot, gedenke des Sabbat, halte ihn heilig. Warum? Warum sollen wir einen Tag in der Woche in besonderer Weise auf Gott hören, mit ihm reden, mit ihm in Verbindung sein? Weil, wenn wir uns keine Zeit nehmen, um bewusst auf unseren Gott zu hören, wird die Beziehung zu Gott darunter leiden, sie wird erkalten. Das ist dasselbe, wenn ich mir nie Zeit nehme, nicht mal einmal in der Woche, auf meine Frau zu hören. Wenn ich das nicht tue, dann wird die Beziehung zu meiner Frau darunter leiden oder sogar zerbrechen. Es ist eigentlich logisch. Alle Gebote sind gemacht, um Beziehung zu bewahren. Fünftes Gebot, die ersten 4 Beziehungen zu Gott, die anderen zu Menschen. Fünftes Gebot, ehre deinen Vater und deine Mutter. Warum?
Weil wenn du das nicht tust, wirst du die Beziehung zu deinen Eltern stören oder zerstören. Sechstes Gebot, du sollst nicht morden. Warum nicht? Weil wenn du jemanden umbrichst, kannst du mit dem keine Beziehung mehr haben. Schwierig. Siebtes Gebot, du sollst nicht Ehe brechen. Warum nicht? Wenn du die Ehe brichst, dann zerstörst du die Beziehung zu deiner Frau und wahrscheinlich auch noch andere. Es geht immer um Beziehung. Achtes Gebot, du sollst nicht stehlen. Warum nicht? Nicht nur, weil es nicht nett ist, aber wenn du jemanden bestiehlst, wirst du die Beziehung zu diesen anderen Menschen stören oder zerstören. Versuch's mit deinem Zimmernachbar, stiehl ihm ein bisschen Geld diese Woche, du wirst Probleme haben. Es zerstört Beziehungen. Neuntes Gebot, du sollst nicht falsch gegen deinen Nächsten aussagen. Warum nicht? Weil wenn ich falsch über meinen Nächsten rede, werde ich Beziehung zu meinem Nächsten kaputt machen. Zehntes Gebot, du sollst nicht nach dem Haus deines Nächsten verlangen und so weiter, alles was er hat. Warum nicht? Weil, wenn du neidig und habgierig bist deinem Nächsten gegenüber, wird es die Beziehung zu deinem Nächsten nicht fördern, sondern zerstören. Das heißt, alle 10 Gebote sind ausschließlich dazu gemacht, um Beziehungen zu bewahren. Beziehung zu Gott und Beziehungen zu Menschen. Und ich habe gelernt, dass jedes Gebot ausschließlich in der Bibel positiv ist. Es gibt kein negatives Gebot. Jedes Gebot ist positiv, weil jedes Gebot dazu gegeben ist, um Beziehungen zu bewahren und zu beschützen und zu fördern. Darum die Gebote Gottes nicht bingelige Gebote, weil Gott ein kleinkarierter Gott ist, der will, dass du das und das tust, sondern die Gebote Gottes sind die einzige Möglichkeit, wie wir in Frieden und in Liebe miteinander wohnen können. Und darum, wenn das Neue Testament sagt, deinen Nächsten lieben und Gebote halten, ist es ein und dasselbe. Weil es geht immer um Beziehung. Ist auch interessant, wer Gott und seinen Nächsten liebt, der wird die Gebote halten, nicht muss. Darum hat Jesus gesagt, wer mich liebt, der wird meine Gebote halten. Warum? Weil, wenn ich jemand anders liebe, dann werde ich nicht schlecht über ihn reden. Ich werde ihn nicht bestehlen. Ich werde ihn auch nicht töten, weil ich ihn ja liebe. Wenn ich meine Frau liebe, warum gehe ich dann nicht fremd? Weil ich nie in Versuchung käme? Natürlich komme ich in Versuchung, oft genug. Warum gehe ich trotzdem nicht fremd? Weil ich sie liebe. Es war witzig vor kurzem, ist die Eva, da war sie 12, Notiz hier, waren wir in der Küche mal, da ist die Eva, da war sie 12 Jahre, ist zu mir gekommen und hat gesagt, Papa, bist du eigentlich schon mal fremd gegangen? Gute Frage. Kinder denken darüber nach. Der Lukas, der war 10 Jahre, ich schreibe mir die Sachen immer auf. Ich habe so ein Gebetstagebuch und da schreibe ich mir so besondere Sachen auf, die so im Leben geschehen. Da haben wir über ein Ehepaar geredet, die sich scheiden haben lassen. Und das Teenage-Kind musste sich entscheiden, ob es bei Vater oder Mutter bleiben will. Und der Lukas hat zugehört, er war 10 Jahre, hat er gesagt, wenn ich mich entscheiden müsste, ob ich bei Vati oder bei Mama wohne, ich glaube, ich würde mit 90 Jahren immer noch auf dieser Bank sitzen und nicht wissen, was ich tun soll. Sieht ihr, wie Kinder denken? Da sieht man, wie wichtig Beziehungen sind und was zerstörte Beziehungen kaputt macht. Wenn ich meine Eltern liebe, warum werde ich sie ehren? Weil sie immer so super waren? Nein. Sondern weil ich das Beste für sie will. Warum spreche ich nicht schlecht über den Nächsten? Weil ich nicht auf die Idee käme? Natürlich komme ich auf die Idee. Aber weil ich die Beziehung nicht stören will. Seht ihr, die Liebe, wenn man liebt, wird man die Gebote halten. Das ist kein Widerspruch, sondern geht miteinander. Eine wunderbare Bibelstelle dazu ist Römer Kapitel 13. Da formuliert es Paulus besser, als ich es je könnte.
Römer Kapitel 13 und Vers 8. Da schreibt der Apostel Paulus: Seid niemandem etwas schuldig, außer dass ihr euch untereinander liebt. Denn wer den anderen liebt, der hat das Gesetz erfüllt. Denn das alles, du sollst nicht Ehe brechen, du sollst nicht morden, du sollst nicht stehlen, du sollst nicht lügen, du sollst nicht begehren. Und wenn es noch irgendein anderes Gebot gibt, das wird in diesem einen Wort zusammengefasst. Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Die Liebe tut dem Nächsten nichts Böses. Deshalb ist die Liebe die Erfüllung des Gesetzes. Das heißt, wenn ich liebe, dann halte ich automatisch die Gebote. Darum sagt Johannes, das gefällt mir so, im 1. Johannes, Kapitel 5, Vers 3, sagt Johannes, denn das ist die Liebe zu Gott, dass wir seine Gebote halten. Und jetzt die Überraschung, denn seine Gebote sind nicht schwer. Hast du das gewusst? Die Gebote Gottes sind überhaupt nicht schwer, die sind leicht. Warum? Wenn du liebst. Ich habe immer gedacht, die Gebote Gottes sind unheimlich schwer zu halten. Nein, sind sie nicht. Wenn du liebst, ist es normal. Nur ein Vergleich. Ich bin ja, wie gesagt, öfter unterwegs auf Reisedienst, fliege meistens dann nach Salzburg und von Salzburg, wenn ich weiter weg bin. Und meine Frau holt mich oft ab dann. Und wenn ich sie dann so nach ein, zwei Wochen wieder treffe, sie holt mich in Salzburg am Flughafen ab, da könnte ich so ein Buch lesen, was macht ein guter Ehemann, wie benimmt er sich? Ja, wenn er seine Frau zwei Wochen nicht gesehen hat, dann fragt er sie, wie es ihr geht. Dann denke ich mir, oh, das schaffe ich, bringe ich hin, ich bin ein guter Ehemann, ich reiße mich zusammen, ich frage sie, wie es ihr geht. Dann steht noch Punkt 2, wenn du deine Frau eine Woche nicht gesehen hast, sollst du sie ja ihr auch einen Kuss geben. Dann denke ich mir, ja, das bringe ich auch noch hin, ich reiße mich zusammen, ich bin ja ein guter Ehemann, ich will schon gerade stehen für das, was ich bin. Dann steht auch noch, wenn du deine Frau eine Woche nicht gesehen hast, dann sollst du sie umarmen. Denke mir, ja, bringe ich. Ist zwar nicht leicht, aber ich reiß mich zusammen. Das sagt ein Buch, das sind die Gebote für einen guten Ehemann. Aber wenn ich sie dann treffe, das ist interessant, ich umarme sie, ich frage sie, wie sie geht und gebe ihr einen Kuss. Warum? Weil ich sie liebe. Die Gebote sind nicht schwer. Seht ihr, und das ist das Missverständnis. Wenn wir keine Liebe haben, dann sind die Gebote nicht nur schwer, dann sind sie unmöglich. Das geht gar nicht. Gebote sind nicht schwer. Wisst ihr, manchmal ist es so, als Christ und mit Jesus Christus, wir leben mit ihm, wir singen in unseren Liedern, dass er unser bester Freund ist, dass er unser Löser ist, dass wir ihn über alles lieben. Aber viele Christen, glaube ich, geht es auch so, dass sie sagen, ja, ich bin ja Christ und jetzt soll ich halt die Bibel lesen. Ja, ist schon ein bisschen schwierig, habe ich keine Lust dazu, aber ich tue es halt, weil es gehört dazu, ich bin ein guter Christ, ich reise mit zusammen. Ja, ich bin ein Christ, beten soll ich auch, ist zwar furchtbar, aber ich bin ja ein guter Christ, ich reise mit zusammen, ich will schon hinbringen. Schwierig, gell? Ist interessant, wenn man mit Jesus lebt, wenn man ihn liebt, weißt du, was du dann tust? Du redest mit ihm. Und du wirst dich fragen, Herr, was möchtest du mir heute eigentlich sagen? Gebote sind nicht schwer, weil die Gebote haben ihren Ursprung in der Liebe. Jetzt ist oft die Frage, auch Gäste zur Silvesterfreizeit hat jemand gefragt, ja, wie definierst du Liebe? Jeder definiert Liebe anders, das kann ja jeder tun. Ja, aber Liebe ist seit Jesus nicht mehr beliebig, weil Liebe hat einen Namen, nämlich Jesus. Und er hat definiert, was Liebe ist. Schlagt mal auf Lukas Kapitel 6. Ich lese nur ein paar Verse vor. Hier definiert Jesus selbst, was es bedeutet, zu lieben. Und wie das im Alltag praktisch aussieht. Lukas 6, Vers 27. Aber ich sage euch, Jesus spricht hier, die ihr zuhört, liebt eure Feinde, tut denen Gutes, die euch hassen. Segnet, die euch verfluchen,
bittet für die, die euch beleidigen. Wer dich auf die eine Backe schlägt, dem halte auch die andere hin. Wer dir den Mantel nimmt, dem verwehre auch das Hemd nicht. Wer dich bittet, dem gib. Wer dir nimmt, was dir gehört, von dem fordere es nicht zurück. Und wie ihr wollt, dass euch die Leute tun, so tut auch ihr ihnen. Dann geht runter zum Vers 35. Vielmehr liebt eure Feinde, tut Gutes und Leid, ohne etwas dafür zu hoffen. So wird euer Lohn groß sein und ihr werdet Kinder des Allhöchsten sein, denn er, Gott, ist gütig gegen die Undankbaren und die Bösen. Hast du das gewusst übrigens? Gott ist gütig gegen die Undankbaren und die Bösen. Ich habe immer geglaubt, er ist gütig gegen die Dankbaren und die Netten. Vers 36. Darum seid barmherzig, wie auch euer Vater barmherzig ist. Richtet nicht, dann werdet ihr nicht gerichtet. Verurteilt nicht, dann werdet ihr nicht verurteilt. Vergebt, dann wird euch vergeben. Warum sagt Jesus das? Warum sagt er, liebet eure Feinde, tut denen Gutes, die euch hassen? Das sagt Jesus deshalb, weil Jesus seine Feinde liebt und weil Jesus denen Gutes tut, die ihn hassen. Jesus würde nie etwas von dir fordern, was er selbst nicht ist. Und er lebt in dir und er möchte in und durch dich deine Feinde lieben. Und wisst ihr, was entscheidend ist? Das sind jetzt nicht nur nette Verse für einen Bibelabend, wenn Jesus sagt, tut Gutes denen, die euch hassen. Das heißt, wenn jemand etwas gegen dich hat und du weißt es, was tust du mit dem? Du sollst ihm Gutes tun. Die Sache ist jetzt, das ist, was wir tun müssen. Segnet die euch fluchen. Wenn dir beim Skifahren jemand über den Ski fährt, vorne oder hinten, was tust du? Sagst, Herr, segne ihn. Seht ihr, das Problem ist oft, dass wir die Dinge, die Jesus gesagt hat, abkoppeln vom Alltag. Wir sagen, ja, das ist schon nett, das ist ja schon richtig. Aber tun wir es natürlich nicht. Und wisst ihr, wie diese Welt erkennt, dass wir zu Christus gehören, wenn wir das tun, was er sagt? Ein paar Verse später sagt Jesus im selben Kapitel, warum nennt ihr mich dauernd Herr, Herr und ihr tut nie, was ich sage? Das ist das Geheimnis. Jetzt, jeder von uns, glaube ich, oder ich nehme an, jeder von uns, würde prinzipiell sagen, ja, den zu segnen, der mich flucht, den zu lieben, der mich hasst, für den zu beten, der mich verfolgt, das ist Moral auf höchster Ebene. Ich weiß, eigentlich sollte es so sein. Das wäre das Beste, was uns passieren kann. Aber wie geht es uns im Alltag wirklich? Seht ihr, ist es tatsächlich so, dass ich mich jeden Tag freue, die Bibel zu lesen? Die Antwort ist nein. Ist es wirklich so, dass ich mich dauernd bemühe um den Schwächeren und den segne, der mich flucht? Die Antwort ist nein. Ist es wirklich so, dass ich mich jedes Mal freue, die Hannelore zu sehen? Die Antwort ist nein. Seht ihr, wie sieht der Alltag eines Christen aus? Und ich glaube, ich spreche dafür einige, die wir hier zusammen sind. Und im Prinzip, vielleicht formulierst du es nicht so, aber vielleicht geht es dir so, dass du sagst, ich weiß, ich bin Christ und ich bin prinzipiell dankbar dafür, gerettet zu sein, zu Jesus zu gehören. Aber ich bin so eingespannt in meinem Beruf, in meiner Karriere, mit meiner Familie, ich habe nicht einmal mehr Zeit für meinen Sport, für meine Hobbys. Ich möchte gerne Christ sein, ich möchte gerne ein guter Christ sein, ein guter Nachfolger Jesu, aber wenn ich ehrlich bin, der einzige Ort, wo ich über Jesus rede, ist im Bibelkreis, sonst mit niemand.
Ich muss auch zugeben, dass ich mir eigentlich kaum Zeit nehme, auf Gott zu hören, weil ich schaffe nicht mal die Dinge, die ich sonst so tun muss im Leben. Und so kommt man zum Schluss, dass man sagt, ich versuche die Bank zufriedenzustellen oder den Chef, ich versuche meine Frau zufriedenzustellen, ich schaue auf meine Kinder, so gut es geht. Und jetzt soll ich Gott auch noch happy machen. Das Ganze wird mir zu viel. Und dann resigniert man eigentlich verzweifelt. Und man entweder, wenn man dann eine starke Natur hat, hält man es halt durch und geht trotzdem zur Kirche ab und zu und hält es halt so durch und der andere zieht sich zurück. Manche, was sie dann machen, wenn sie merken, das Christenleben, das ist zu hoch für sie, das schaffen sie nicht, diese zusätzliche Belastung, die halten sie nicht mehr auch, die distanzieren sich. Sie sagen, ich will Gott nicht verleugnen, ich glaube an Gott. Ich will auch Jesus nicht verleugnen, der ist sicher, da ist was dran an dem. Ich will ihn nicht loswerden, überhaupt nicht, aber ich distanziere mich. Sowohl von Gott als auch von den anderen Christen. Weil Christen geben dir dauernd ein schlechtes Gewissen, da hält man sich dann fern, dann braucht man damit nicht zu kämpfen. Das tun auch viele. Der Preis, den man dafür bezahlt, ist allerdings Gleichgültigkeit. Man wird gleichgültig gegenüber Gott und auch Menschen, ist der Preis, den man dafür bezahlt. Und bitte hört mich hier. Das ist so entscheidend. Wenn Christsein, das Leben mit Christus, wenn das für dich zu einer zusätzlichen Belastung im Leben geworden ist, dann hast du etwas ganz Grundsätzliches missverstanden. Und das ist tödlich. Seht ihr, Jesus ruft uns nicht zu sich, um uns noch zusätzliche Aufgaben aufzubürden, um dieses Leben noch schwerer zu machen, als es ohnehin schon ist. Jesus will auf deiner Prioritätsliste nicht die Nummer 5 sein und er hat genauso wenig Interesse, die Nummer 1 zu sein. Beides interessiert Jesus nicht, sondern Jesus ist gekommen, um gemeinsam mit dir in die Priorität Nummer 1, in die Priorität Nummer 2, 3, 4 und 5 zu gehen und dir die Kraft zu sein, die du nicht hast. Jesus ist keine zusätzliche Aufgabe, die du erledigen müsstest, das ist Religion. Jesus ist die Kraft, um die Dinge des Lebens meistern zu können, die das Leben abfordert. Und darum bin ich so gerne Christ. Seht ihr, ich erzähle das Beispiel oft, aber in Österreich mal, wo ich gepredigt habe, war ein Skilehrer und ein Holzhacker, kam nachher auf mich zu, hat gesagt, Hans-Peter, ich gehe öfter mal mit Jesus spazieren, das mache ich auch, so wie du. Aber ich gehe durch den Wald und dann höre ich eine Motorsäge und ich muss wissen, was ist das für Motorsäge. Mich interessieren Motorsägen. Und schon ist mein Gebet unterbrochen. Und dann gehe ich wieder und später wieder und höre einen Traktor. Ich bin schon wieder unterbrochen. Ich kann nie in Ruhe mit Gott reden. Dann habe ich gesagt, dann ist das kein Problem. Weil, wenn du das nächste Mal spazieren gehst und hörst eine Motorsäge, sagst, Herr Jesus, hörst du die Motorsäge? Dann wird er sagen, ja, weil er ist nicht taub. Manchmal glauben wir, entweder Gott ist irgendwie dumm oder behindert oder nicht interessiert. Und dann sagt er, ja. Und dann sagst du, Jesus, gehen wir und schauen wir uns gemeinsam die Motorsäge an und besprich mit Jesus die Motorsäge. Dann hörst du einen Traktor und sagst, Herr Jesus, schauen wir uns den Traktor an. Ist er Steyr oder Ferguson oder Ford oder was ist es? Und schau dir den Traktor an. Nimm Christus mit in die verschiedenen Prioritäten des Lebens und sprich mit ihm, und er ist die Kraft in deinem Leben. Was auch leider viele Christen glauben ist, dass sie sagen, ja, aber Gott interessiert doch die Motorsäge nicht. Oder Gott interessiert doch deine, was immer es ist. Das ist völlig falsch. Ich möchte dir eins sagen, wenn du Gott ausschließt von all den unwichtigen Kleinigkeiten, die es im Leben so gibt, dann schließt du Gott 95% deines Lebens aus. Ich glaube nicht, dass das sein Ziel war. Das meiste im Leben sind Kleinigkeiten.
Und da möchte Christus mit dir hineingehen. Nicht als zusätzliche Belastung, sondern als der, der dir die Kraft gibt, dieses Leben zu bewältigen. Um dieses Leben leben zu können, habe ich noch drei kurze Punkte. Und die Punkte gibt uns der Apostel Johannes in seinem Brief. Um so leben zu können, gibt uns das Wort Gottes ganz praktische Anweisung und die müssen wir ernst nehmen. Da sagt er, der Johannes, Kapitel 1, Vers 8, wenn wir sagen, wir haben keine Sünde, betrügen wir uns selbst und die Wahrheit ist nicht in uns. Wenn wir aber unsere Sünden bekennen, ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und uns von aller Ungerechtigkeit reinigt. Der erste Punkt, um in diesem Leben zu leben und um aus der Kraft Gottes zu leben, müssen wir vergeben und müssen wir um Vergebung bitten. Freunde, das ist so grundlegend. Wir wissen das. Aber das müssen wir praktizieren. Ich rede immer wieder mit Christen auch, die mir dann sagen, ja, was die mir angetan hat. Und dann kommt die Frage, soll ich da vergeben? Freunde, das ist keine Frage. Du musst vergeben. Denn wenn du nicht vergibst, lebst du nicht. Natürlich, wie jemand auch mal gesagt hat, hat er gesagt, das brauche ich nicht. Das ist mir zu schwierig. Ich komme auch ohne Vergebung gut zurecht. Meinen Feind lieben, das kann ich nicht, brauche ich nicht. Und es stimmt. Du kannst auch ein Leben führen mit kaputten, gestörten Beziehungen. Du kannst damit überleben. Du kannst auch mit deinem Ehepartner nebeneinander leben, ohne dass ihr miteinander redet. Das gibt es leider nicht sehr selten. Du kannst auch ohne Freunde überleben. Das geht auch. Aber, C.S. Lewis hat es schön gesagt, Freundschaften sind keine Notwendigkeit zum Leben. Genauso wie Musik, Kunst oder Sport. Sie haben keinerlei Bedeutung, um zu überleben. Aber nur sie geben dem Überleben eine Bedeutung. Du kannst ohne Freundschaften leben, überleben. Aber du kannst nicht ohne Freundschaften leben. Du kannst auch überleben, ohne zu vergeben. Aber du kannst nicht leben, ohne zu vergeben. Und darum ist der eine Punkt, und ich möchte euch da wirklich bitten, wenn irgendetwas in deinem Herzen ist, du weißt, da ist ein Mensch, und zwischen dem und mir ist eine kleine oder eine größere Mauer, das heißt, du kannst ihm nicht frei begegnen, dann erledige das diese Woche. Dann wirst du leben. Und dann leben wir aus der Kraft Gottes. Ist eine wunderbare Sache. Ich habe gerade vor kurzem erlebt, da jemand hat was gesagt, was eigentlich unfair war, aber so habe ich es empfunden. Trotzdem hatte ich das Gefühl, ich soll hingehen und um Vergebung bitten, obwohl ich dachte, es ist eigentlich sein Problem. Aber ich habe gedacht, okay, ist okay. Geh hin, habe um Vergebung gebeten, aber der andere hat es nicht besonders gut angenommen. Er hat gesagt, ja, passt schon. So. Die Beziehung war nicht wiederhergestellt. Dann haben wir gedacht, okay, ich habe alles getan, was ich tun kann. Mehr geht nicht mehr. Wenn er nicht will, soll er es lassen. Und dann bin ich spazieren gegangen. Ich gehe oft spazieren, wenn ich so mit Jesus rede. Und dann hat er gesagt, Hans-Peter, du hast gerade Lukas 6 gelesen, wenn dir jemand auf eine Backe schlägt, dann halt ihm auch die andere da. Das habe ich nie kapiert, wenn man denkt, das ist so ein blöder Vers. Echt wahr, wenn man denkt, das geht doch gar nicht. Und da hat er mir genau diesen Vers gesagt, da hat er gesagt, Hans-Peter, ich möchte, dass du zu dem nochmal gehst und nochmal um Vergebung bittest. Obwohl du glaubst, es ist sein Problem, bin mir nicht ganz sicher, aber wenn du es glaubst, ist egal, du gehst hin und tust es nochmal. Und ich habe es dann auch getan und die Beziehung war wiederhergestellt. Aber wisst ihr, was spannend war bei der Sache? War das, als Gott mir ganz klar gesagt hat, du gehst jetzt noch einmal die andere Backe,
da war es eine Sache zwischen mir und Gott. Das hat mit der anderen Person gar nichts mehr zu tun gehabt. Es war zwischen mir und ihm. Und darum ist es so leicht. Denn die andere Person ist nicht mehr das Problem. Seht ihr, das bedeutet es, aus der Kraft Jesu zu leben. Und ich habe so Freude daran gehabt, weil ich diesen Vers zum ersten Mal kapiert habe. Das war jetzt vor 2 Monaten. Ich bin schon lange Christ. Er stimmt tatsächlich. Also erstens vergeben. Zweitens, um in diesem Leben zu leben, wo man Christus hineinnimmt und aus seiner Kraft lebt, muss ich aus der Kraft des Heiligen Geistes leben. Immer der Johannes sagt es hier im Kapitel 3, Vers 24, sagt er, wer seine Gebote hält, der bleibt in ihm und er in ihm, das heißt in Christus. Daran erkennen wir, dass er in uns bleibt, an dem Geist, den er uns gegeben hat. Wir brauchen den Heiligen Geist, um dieses Leben leben zu können. Und was mein Leben so verändert hat oder wo es begonnen hat, wo als Major Thomas, das war der Gründer der Fackelträger, einmal zu mir sagte, Christsein ist nicht leicht, es ist auch nicht schwer, Christsein ist unmöglich. Du kannst es nicht. Du brauchst die Kraft des Heiligen Geistes. Und im Christenleben, ich muss jeden Tag aufstehen und sagen, Herr, ich schaffe das nicht. Und Gott sagt, das weiß ich, brauchst du auch nicht. Nur ich schaffe es, aber ich lebe in dir. Ich habe dir meinen Geist gegeben und aus meiner Kraft darfst du heute leben. Ich kann meinen Feind nicht lieben und du auch nicht. Ich kann dem nicht zweimal vergeben, wo ich glaube, er hat das Problem. Dazu brauchst du die Kraft des Heiligen Geistes. Und das ist die wunderbare Wahrheit, weil den hat er uns geschenkt. Und drittens und letztens, um in diesem Leben leben zu können, und das ist für mich ein ganz wichtiger Punkt, müssen wir wissen und glauben, dass Gott uns hundertprozentig wirklich liebt und annimmt, genau so wie du bist. Das sind so Klischeeworte, von denen wir schon müde sind. Aber Freunde, ohne dass wir das erkennen, werden wir nie entspannte Christen werden. Im 1. Johannes Kapitel 4, Vers 16, da sagt er, 1. Johannes 4, Vers 16, wir haben die Liebe, die Gott für uns hat, erkannt und geglaubt. Gott ist Liebe und wer in der Liebe bleibt, der bleibt in Gott und Gott in ihm. Er sagt hier, Johannes, wir haben die Liebe, die Gott zu uns hat, nicht nur erkannt, wir haben sie geglaubt. Sie ist zum Fundament unseres Lebens geworden. Und es ist meine ganz 150-prozentige Überzeugung, wenn wir nicht erkennen und glauben, dass wir wirklich so angenommen sind, wie wir sind, werden wir immer verkrampft bleiben. Weil frei bist du erst dann, wenn du niemand mehr was beweisen musst. Auch nicht dir selbst. Das ist die Freiheit in Christus. Wenn ich weiß, ich bin so von Gott angenommen, ich muss nichts tun, um seine Liebe zu bekommen, dann bin ich frei. Seht ihr, die meisten Menschen leben so, damit sie geliebt werden, statt dass sie leben, weil sie geliebt sind. Und das ist dieses Unbeschwerte. Das Kinder haben das oft noch. Das Problem an dieser Liebe Gottes ist, der Grund, warum wir es nicht erkennen, ist der, dass wir in unserer Biografie, in unseren Lebenserfahrungen eine solche Liebe noch nie erlebt haben. In diesem Raum sind verschiedene Menschen. Einige von euch haben viel Ablehnung erfahren, sogar Verletzung und schlimme Dinge. Andere von euch sind in sehr geliebten, liebevollen Elternhäusern aufgewachsen. Aber ich darf euch eins versichern, ob gut oder weniger gut, niemand von uns kennt eine bedingungslose Liebe.
weil es auf menschlicher Ebene sie fast nicht gibt. Es gibt ein paar Ausnahmen, aber so gut wie nicht. Seht ihr, bereits ein kleines Kind, ein dreijähriges Kind, weiß, wie es die Liebe der Großmutter verdienen kann. Du brauchst nur die Nase so ein bisschen an der Wange reiben und mit den Augen klimpern, dann bekommst du von der Großmutter regelmäßig Schokolade. Wenn du aber beginnst, deine Großmutter mit Sand zu bewerfen jeden Tag, dann wird ihre Zuwendung zu dir sich schmälern. Weil menschliche Liebe ist immer an Bedingungen geknüpft. Mehr oder weniger. Und das ist das, was bei Gott so anders ist. Sie ist nicht an Bedingungen geknüpft. Er liebt uns unbedingt. Und einen Vers muss ich euch noch vorlesen. Das ist der letzte. Schlagt bitte auf Epheser Kapitel 3. Denn das ist für mich, das ist mein Vers für 2010, ist es geworden. Mein Lieblingsvers vom Jahr 2010. Ich kannte das Gebet schon lange, aber es ist mir noch nie so, so bewusst geworden. Da betet Paulus ein kurzes Gebet. Ist zwar ein irre langer Satz, aber das Gebet an sich ist kurz. Und da betet Paulus Epheser 3, Vers 14. Deshalb beuge ich meine Knie vor dem Vater unseres Herrn Jesus Christus, nachdem jede Vaterschaft im Himmel und auf Erden benannt wird. Und jetzt kommt das Gebet, dass er euch erbetet für Christen, für die Christen in Ephesus, dass er euch Kraft gebe, nach dem Reichtum seiner Herrlichkeit, stark zu werden durch seinen Geist am inwendigen Menschen, dass Christus durch den Glauben in euren Herzen wohne und ihr in der Liebe eingewurzelt und gegründet seid, damit ihr mit allen Heiligen oder Gläubigen begreifen könnt, was die Breite und die Länge und die Tiefe und die Höhe ist und die Liebe Christi erkennen könnt, die alle Erkenntnis übersteigt. Das ist der letzte Satz, ist ganz faszinierend. Da sagt Paulus, ich bete für euch, dass ihr die Liebe Gottes erkennt, die ihr nicht erkennen könnt. Es übersteigt die Erkenntnis. Nun, die Frage ist, wie kann ich etwas erkennen, was die Erkenntnis übersteigt? Ich brauche eine Offenbarung. Und darum betet Paulus, ich bete um die Kraft des Heiligen Geistes. Übrigens, wenn ich Kraft des Heiligen Geistes höre, denke ich mir gleich immer, da geht es um Tote aufwecken und Kranke heilen und Dämonen austreiben. Paulus sagt, ihr braucht die Kraft des Heiligen Geistes, um das zu erkennen, was ihr nicht erkennen könnt, nämlich die Liebe des Christus. Ich sage euch was, das war für mich eine solche Ermutigung, eine Offenbarung. Ich wusste, wofür ich bete. Für mich, für meine Familie, für meine Mitarbeiter, für die Leute, zu denen ich rede. Ich bete für euch die Woche, dass ihr die Erkenntnis des Heiligen Geistes, eine Offenbarung bekommt, wie groß die Liebe Christi zu dir ist. Denn wenn du die erkennst, bist du frei. Das ist eine gewaltige Sache. Darum sagt er, dass damit ihr erkennt, wie lang und breit und hoch und tief, sind vier Dimensionen, können wir nicht erkennen. Ihr sollt erkennen, wie breit, lang, hoch und tief die Liebe Christi ist. Ihr braucht eine Offenbarung. Und dafür bete ich. Und das, ich glaube, die Woche, wenn wir das tun, dass wir füreinander dieses Gebet sprechen und den ein oder anderen von uns aufgeht, so bin ich geliebt, dann sind wir dort, wo wir sein sollten. Freie Kinder Gottes. Dazu sind wir geschaffen. Darum gehöre ich gerne zu Ihnen. Ich bete noch zusammen, lieber himmlischer Vater, es ist ein solches Vorrecht, zu dir zu gehören, dich zu erkennen. Eine Gnade, Herr,
Herr, ich bete für alle Menschen, mit denen wir zu tun haben, mit denen wir reden dürfen, reden können, dass wir die Liebe des Christus erkennen, die die Erkenntnis übersteigt, die wir in unserer Biografie noch nie erfahren haben von Menschen, die aber in Christus Wahrheit ist. Ich bete, Herr, dass wir so wie der Johannes erkennen und glauben, welch große Liebe du zu uns hast. Und dass wir darin freie, geliebte Kinder sind, gewollt, geachtet, respektiert und damit die Würde haben, die du uns gegeben hast. Vater, danke, dass du jeden von uns genauso geschaffen hast, wie wir sind und jeden von uns genauso liebst, wie wir sind. Wir müssen nicht anders sein. Wir dürfen in deiner Liebe dann wachsen, reifen, dir immer ähnlicher werden. Aber all das sind nur Folgeerscheinungen von der Erkenntnis deiner Liebe. Nicht zwanghaft Gebote halten, sondern die Gebote sind so leicht, Herr, weil sie aus deiner Liebe motiviert werden. Und ich bete, Vater, dass wir in dieser Wahrheit leben lernen, die so befreiend ist. Und die einzige Weg ist, um überhaupt zu leben, nicht nur zu überleben. Vater, ich danke dir für diese Woche, für die Gelegenheit wiederum, auf dich zu schauen, von dir zu lernen und dein Wort in unserem Herzen Raum zu geben. Möge das wahr werden, auch diese Tage. Darum bete ich im Namen unseres Herrn und Heiland, Jesu Christi. Amen.